Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem Aktionär TV-Interview. Mein heutiger Gast, Sie sehen es schon, Andreas Deutsch ist bei mir. Hallo. Hallo Marco. Wir starten mit Disney in die Sendung. Wir sehen auch hier den Jahreschart der Disney-Aktie. Wir sind jetzt schon fast wieder auf dem Niveau, das wir hier letztes Jahr im Herbst gesehen haben. Also so richtig in die Gänge will die Aktie nicht kommen. Ist wahrscheinlich, lass mich raten, immer noch das ESPN-Geschäft, das hier auf die Stimmung drückt. Nee, Nicht? nein, das ist diesmal der Gesamtmarkt, der wirklich extrem angeschlagen ist. Das muss man einfach sagen. Da ist im Moment wenig Kauflust dann vorhanden und naja, das spiegelt sich dann auch hier in der Disney-Aktie wieder, die dann leider keine Sondersituation darstellt. Wir schauen uns den Chart nochmal an, das sieht also im Moment wirklich nicht gut aus. Hier auch diese Unterstützung in dem Bereich von knapp unter $100 dann. Ja, ist im Moment sehr gefährlich, obwohl man muss ja sagen, dass es bei Disney im Kinogeschäft wieder sehr gut läuft. Black Panther hat alle Erwartungen übertroffen. Jetzt hat der Konzern da noch ein paar Filme in der Pipeline, also das Marvel-Universum, das ist ja noch nicht mal ansatzweise geschröpft. Da gibt es ja noch ganz viel Potenzial, noch ganz viel Superhelden. Dann Star Wars auch, der nächste Film wartet da schon. Und im Dezember, glaube ich, kurz vor Weihnachten, kommt dann das Remake von Mary Poppins oder eine Fortsetzung kommt dann ins Kino. Also da ist noch sehr viel Fleisch dran. Die Themenparks laufen noch gut. ESPN hast du angesprochen, habe ich schon oft hier an dieser Stelle gesagt. Das bleibt natürlich dann auch erstmal eine Herausforderung. Aber ich finde die Aktie im Moment auf diesem Niveau, wenn wir hier von einem KGV von knapp 12,5 sprechen, absolut günstig. Und wie gesagt, also wer einen langfristigen Atem hat, der nutzt also wirklich diese Schwäche, die auf den Markt zurückgeht, da zum Kauf. Okay, dann schauen wir auf den nächsten US-Wert. McDonald's hast du uns noch mitgebracht. Auch da wollen wir mal gucken, wie sich der Wert zuletzt entwickelt hat. Hat auch ein bisschen zusammen mit dem Gesamtmarkt nämlich angelitten. Genau, ja. Also jetzt hier der Kampf um die 200-Tage-Linie. Gibt McDonald's nicht auf hier. Dieses Dip, das haben dann auch wieder viele genutzt, um einzusteigen, weil die Story ist ja nach wie vor intakt. Wir haben ja ein sehr margenstarkes Unternehmen, McDonald's. Wir haben auch ein Unternehmen, was sich sehr gut aufgestellt hat für die Zukunft. Und es ist ja klar, also jeder möchte sich gesünder ernähren, aber viele tun es dann doch nicht oder gehen dann trotzdem zu McDonald's, weil es einfach da gut ist und auf dem Weg liegt. Und diese Bäckereikultur in Amerika, wie wir sie in Deutschland kennen, ist ja nicht so vorhanden. Und da geht man dann einfach zu McDonald's. Und naja, also das zeigt auch, dass das Unternehmen immer noch Potenzial hat, sich neu aufgestellt hat mit den modernen Filialen. Also das ist jetzt wirklich so eine Wohlfühlatmosphäre, hat man sich abgeguckt, ein bisschen so bei Starbucks. Kann man surfen, sich entspannen, chillen und dann noch was essen. McCafé entwickelt sich gut. Dann hat man noch Potenzial bei Delivery, also hier noch eine Menge zu holen für McDonald's. Klar, jetzt haben wir im Moment hier die charttechnische Situation. Der Aufwärtstrend war dann erstmal durch dieser Jahrestrend. Jetzt im Moment nach dieser Korrektur läuft die Konsolidierung. Wenn die 200-Tage-Linie hier wieder geknackt wird und der Markt sich dann auch etwas erholt, dann denke ich auch, dann haben wir dann schnell wieder die alten Hochs im Blick. Okay, und langfristig ohnehin ein Top-Investment. Genau. Wir schauen auf Constellation Brands als nächsten Wert. Auch da wollen wir mal gucken, wie es zuletzt lief. Dortmund, eigentlich fast gar nicht gelitten. Ein bisschen schon, also man hat ja hier vorher schon konsolidiert. Es ist auf jeden Fall ein Wachstumsunternehmen, es ist nicht mehr ganz günstig, aber durch den Einstieg ins Cannabis-Geschäft hat Constellation Brands, der Konzern macht ja Bier, Wein primär. Hat man jetzt ein neues Geschäftsfeld dann erschlossen und das ist ja auch ein Markt, dem Experten sehr großes Wachstumspotenzial zubilligen. Einfach deswegen auch, weil Cannabis ein medizinisches Produkt ist. Wenn man Schmerzpatient ist, dann ist es nachgewiesen, dass es vielen Patienten hilft, die Schmerzen zu betäuben und manchen Patienten, die sind halt wirklich so krank, dann hilft auch nichts mehr anderes. Die kiffen dann und dann bringt sie das dann halt runter. Und das ist wirklich jetzt mittlerweile, erkennen das immer mehr auch Politiker an. Und naja, also da hat Constellation wirklich einen guten Schritt gemacht. Gut, das andere Segment, Corona, die Lizenz in Amerika, hat sich ja als fantastischen Zug erwiesen hier, weil die Bevölkerungsentwicklung hier Constellation Brands in die Karten spielt. Die Hispanics werden immer mehr und Corona ist das favorisierte Bier. Aber es kommt auch bei anderen sehr gut an. Also es läuft. Dann wechseln wir jetzt mal nach Deutschland, schauen in den DAX quasi zu Adidas. Wir haben jetzt eine App auf den Markt gebracht, auch in Deutschland, Genau. die das Online-Geschäft ja quasi stärken soll. Richtig, Hast du schon mal genau. getestet? Nein, ich habe sie noch nicht getestet, aber die Kollegen vom Handelsblatt haben sie getestet. Die haben dann auch so ein paar Schwachpunkte festgestellt. Zum Beispiel, dass Adidas nicht an eine Packstation liefert. Aber ich denke mal, das sind dann so Sachen, die Rohrs, der ist ja sehr ehrgeizig und er ist ja auch sehr aufgeschlossen dieser ganzen Technologie, nachbessern wird.
sind wahrscheinlich dann am Ende Kleinigkeiten. Also wichtig ist auf jeden Fall, dass Adidas hier Gas gibt, dass man hier Schritte macht, wirklich, dass man sich nicht darauf verlässt, dass die Leute dann auch von sich aus drauf kommen, online einzukaufen, sondern dann auch so eine App dann programmiert und damit auch junge Leute anspricht. Das Ziel ist ja 2020 4 Milliarden Euro Umsatz zu machen online. Das ist ein Brett auf jeden Fall, aber ich denke mal, dass Adidas hier gute Chancen hat. Und naja, es ist sowieso eine tolle Wachstumsstory und es ist auch eine Story der höheren Profitabilität. Da ist auch noch viel Luft, da will ja auch Adidas hier im 3D-Druck sehr viel Gas geben. Und das ist auf jeden Fall hier auch realistisch. Schauen wir uns noch kurz den Chart an. Also wir haben halt die alten Hochs hier, die sind in Reichweite jetzt hier nach den Zahlen, nach der Ankündigung, dass man Aktien zurückkaufen wird. Die Aktie hochgegangen und relative Stärke jetzt im Moment, das muss man auch sagen, in diesem absolut angeschlagenen Markt hier in dem Bereich. Und die alten Hochs, die sind hier greifbar. Die Konkurrenz hat ja auch Zahlen vorgelegt. Puma, ja. Schauen wir jetzt drauf, wie ist denn die Bilanz ausgefallen? Ja, die waren auch sehr gut und diese Anhebung der operativen Marge, das ist natürlich auch im Markt sehr gut angekommen. Aber man muss auch sagen, dass die Aktie natürlich hier sehr viel Fantasie beinhaltet. Wir haben auch noch diese Kering-Problematik, dass Kering ja keinen Abnehmer für Puma gefunden hat und die Kering-Aktionäre dann wahrscheinlich ihre Puma-Aktien dann abstoßen werden. Das könnte natürlich Druck auf den Aktienkurs ausüben und die Aktie hier auch schon relativ hoch bewertet. Naja, also finde ich jetzt Adidas spannender. Dann schauen wir auf den dritten Wert, so aus dem Bereich Shopping, Klamotten, Zalando. Ja. Man war ja früher mal so ein Schuhkonzern oder ein Konzern, der Schuhe verschickt hat. Mittlerweile ist alles im Angebot, mittlerweile auch Beauty-Produkte seit dieser Woche. Also da geht man so den Amazon-Weg. Ja. Naja, das ist ja auch ein mega stark wachsender Markt. Also ich hab die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber es sind schon etliche Milliarden hier allein in Europa. Ich glaube 80 Milliarden, wenn es hochkommt. Also das ist ein Markt, der sehr stark wächst und der auch online sehr stark wächst. Also es gab jetzt letzte Zahlen von L'Oreal und die haben dann kommuniziert, dass es im stationären Handel rückläufig war, aber online stark gewachsen ist. Und das spielt ja dann Zalando in die Karten. Und hier ist einfach das Thema auch Treue, Markentreue, wer halt einmal bei Zalando war und diese ganzen Treueprogramme genutzt hat. Da gibt es mittlerweile auch Studien darüber, dass Online-Kunden gar keine Lust haben, dann zu wechseln, wenn sie einmal zufrieden sind, mal in so einem treuen Bonusprogramm mitgemacht haben. Und das spielt natürlich Zalando die Karten. Chart im Moment auch in dem Markt angeschlagen, 200-Tage-Linie im Blick, aber auch hier die alten Hochs dann hier in Reichweite. Jetzt haben wir aber noch einen kleinen Ausreißer, so den negativen Bereich quasi. Wir schauen mal wieder auf H&M, da gab es auch Zahlen. Der Chart und auch die Zahlen waren sehr schlecht. Mal wieder negativ überrascht. Aktie unter 12 Euro, also das ist natürlich ein Trauerspiel und da muss jetzt wirklich auch dringend mal was passieren. Also da reichen jetzt auch nicht mehr einfach nur irgendwelche Durchhalteparolen hier vom Vorstand. Ja, also man hat sehr viele Fehler gemacht. Das ist aber jetzt mittlerweile auch bekannt. Meiner Meinung nach kann der Konzern eher hier positiv überraschen, aber das wird natürlich auch nicht von heute auf morgen passieren. Man stellt sich jetzt breiter auf, also man hat jetzt mehrere Filialkonzepte jetzt vor, die H&M hier aus der Krise bringen sollen, aber man muss natürlich auch schauen, dass die Kollektion, die Waren aufgepäppelt wird, dass man hier mit, was man ja früher gemacht hat, mit Karl Lagerfeld oder mit Madonna oder wem zusammenarbeitet und die Leute dann in die Läden holt, weil einfach jetzt sich darauf zu verlassen, dass die Kollektion so reicht und dass die Leute dann von sich aus wieder kommen. Ich weiß es nicht. Also vielleicht liegt es auch einfach nicht mehr nur daran, dass es online so schwach aufgestelltes Unternehmen, sondern vielleicht ist die Ware vielen Leuten einfach zu langweilig. Also man hat ja mittlerweile verschiedene Stufen im Handel. Also man hat ja unten Primark, was ja sehr gut ist. In der Mitte kommt dann H&M und oben Unternehmen wie Michael Kors und sowas, die halt den etwas dickeren Geldbeutel ansprechen. Naja, aber diese Mitte, die ist natürlich extrem anfällig dann für solche Sachen. Wenn ich halt ordentliche Mode dann auch bei Primark bekomme, dann gehen die Leute halt zu Primark. Ne? Und naja, mal schauen. Vielleicht wird H&M irgendwann ein Politikum, weil es ist halt der schwedische Aushänge, oder das schwedische Aushängeschild. Schauen wir mal. Also im Moment kann man. Hast du noch nicht aufgegeben, dass sie wieder auf den Grün 2 kommen? Ja, ja. Also, naja, klar, wir haben jetzt auch mittlerweile eine Bewertung, wir haben eine Dividendenrendite von über 7%.
fraglich, ob der Konzern oder wann der Konzern dann wieder diese Maßnahmen verkündet, die den Aktionären dann gefallen. Aber das ist natürlich das absolute klassische Beispiel für ein fallendes Messer, in das man ja bekanntlich nicht reingreifen soll. Und naja, Chart des Grauens oder so. Wir werden es aber natürlich weiter beobachten. Schlagen wir das Kapitel zu. Ja, aber bleibt zumindest im Hinterkopf. Ja, auf jeden Fall. Auf der Watchlist haben. Dankeschön für heute. Sehr gerne. Andreas, danke auch Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.